the Blackbird we were about Mach 3 dauernd zu kriegen. Loslassen, ungefähr so, so ein Durst haben die beiden Original-Triebwerke gehabt. Ja. Und das sagen, die Schreiner und Tiefler können nicht fliegen. Turbine Jetcut mit 6. Deswegen muss der Schwerpunkt da mit einkalkuliert werden. Schauen Sie mal von links. Extrem tief, extrem schnell. Ein Applaus bitte noch einmal. Schon Nachbrenner eingeschaltet. Gibt es Kollegen, die fliegen die Kleine, die ist nur 3 Meter runter. Aber das Teil hier schlägt alle Grenzen. 4 Meter. Verständlich, dass der Lothar diese Maschine extrem weiträumig fliegen muss. Okay. Unten wieder von rechts. Achten Sie mal auf die Silhouette, kaum erkennbar. Schauen Sie mal die scharfe, schmale Silhouette, die jetzt geboten wird. Noch mal einen linken Applaus für die Anführungszeichen. Feines Land zu fliegen. Sie wurde natürlich gespürt. Stöder hat sich bei den späteren Jahren bei der Wetterfliegerei verwendet. In Spielfilmen, die sowas zeigen, die wurden dann in Hurricanes, in Windhoes und so weiter eingesetzt, um eben die Messung in dieser Höhe vorzunehmen. Bei diesem starken Applaus, weil jetzt hier. Schauen Sie mal von links, vorweg schon draußen. Er hat natürlich nicht den Motor der Kernarzt, der Funkmüde, die andere moderne Jets haben. Er hat aber höchstens den Druck, den er benutzen kann, um eben im Endteil ein sogenanntes Luftpolster zu haben, ja. Kommt, 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 der kommt gut, der kommt gut, der kommt. Wunderbar, einen fetten Applaus. Unglaublich. Unglaublich, wirklich. Super, super. Lothar Heinrich.